Die Relevanz des Projektes hängt vor allem von zwei Kernfaktoren ab. Und zwar gibt es die nationalen und die europäischen Prioritäten, die im Programmleitfaden gefunden werden können. Und man soll auf jeden Fall sicherstellen, dass durch den Antrag diese Prioritäten angesprochen werden. Das bedeutet, dass vor allem in der Frage, warum ist der Antrag relevant, dass angesprochen wird, diese Prioritäten, die für dieses Jahr ausgerufen wurden oder auf nationaler Ebene ausgerufen wurden, aber dass das dann auch durch den Antrag hinweg klar wird. Der Antrag wird durch externe Expertinnen beurteilt und diese sind immer dazu angehalten, alle Informationen des gesamten Antrags zu beurteilen. Das bedeutet, selbst wenn ich die Relevanz in der spezifischen Frage beantworte, sobald ich mich auf die Relevanz in anderer Art und Weise beziehe, in anderen Fragen, sollte das immer auch noch mit einbegriffen werden. Wenn ich also die europäischen und nationalen Prioritäten bedenke und diese durch mein Projekt idealerweise adressiert werden, dann muss ich das eigentlich nur noch im Antrag so klar darstellen. Ein anderer Aspekt ist die Zielgruppe. Die Zielgruppe für mein Projekt und die Zielgruppe der Leitaktion. Man sollte für die Zielgruppe entsprechende Recherchen durchführen. Das bedeutet, ich muss wissen, was benötigt meine Zielgruppe, welche Methodologie empfiehlt sich für die Zielgruppe oder welche empfiehlt sich gar nicht. Aber auch ganz wichtig, was wurde bereits in diesem Bereich, in dem thematischen Bereich oder in dem methodologischen Bereich, den ich anstrebe, was wurde dort bereits getan? Hier empfehle ich gerne immer zwei Dinge. Zum einen den Programmleitfaden und den Leitfaden für externe Expertinnen. Beide Dokumente sind öffentlich einzusehen und geben auch nochmal einen Einblick, was auf der anderen Seite passiert, also auf der Expertinnenseite, und worauf diese geschult werden und worauf diese dann Wert legen und ihre Aufmerksamkeit lenken. Und dann würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, im Vorfeld eine Recherche zu machen auf EPRP, also der European Project Results Platform, und da zu sehen, welche Projekte wurden in dem Bereich vielleicht schon gemacht, weil wir wollen das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern ist auch ganz wichtig für die Relevanz zu wissen, gibt es schon bestimmte Dinge, gibt es schon Initiativen, die ich nicht nochmal wiederholen muss, sondern auf die ich eventuell vielleicht sogar aufbauen kann. Auch das spielt in die Relevanz mit rein. Ein Aspekt, wo die Relevanz leiden kann, ist, wenn man sich unter der falschen Leitaktion bewirbt oder im falschen Lot oder im falschen Programm, je nachdem, wofür man sich bewirbt. Da kann die Relevanz leiden, wenn man zum Beispiel sich für ein Key Action 2 Projekt, also eine transnationale Partnerschaft, bewerben will und hat dort aber zum Beispiel als Projektaktivität individuelle Lernaktivitäten. Und weil man das hat, bewirbt man sich unter falschen Annahmen oder aus Versehen unter Key Action 1, also individuelle Lernmobilitäten. Die Relevanz würde dort ganz doll runtergestuft werden in der Bewertung, weil man ganz einfach in dieser Projektform nicht die Ziele erreichen könnte, die man sich selber im Projekt stellt. Das heißt, wenn ich ein internationales Projekt durchführen will mit Partnerorganisationen und ich möchte viele Punkte in der Relevanz erhalten, muss ich mich unter Key Action 2 bewerben, auch wenn das Projekt individuelle Lernaktivitäten beinhalten sollte. Das heißt, auch gerne die eigene Nationalagentur anrufen und um Rat fragen, sodass man vermeidet, sich im falschen Lot oder der falschen Leitaktion zu bewerben. Generell kann man bestimmte Dinge vermeiden, die sich indirekt auf die Relevanz ausüben können. Wenn man zum Beispiel gewollte Antworten versucht zu antizipieren.
Diese Bewerbungsbögen, für welche Aktion auch immer, sind keine psychologischen Tests oder es gibt keine tiefenpsychologische Analyse hinterher, es gibt keine versteckten Fallstricke, dass bestimmte Antworten erwartet werden. Ich habe es ganz oft gesehen im Laufe der Jahre, dass Antragstellerinnen auf bestimmte Ziele hinarbeiten mit ihren Antworten, was aber nicht Sinn der Bewerbung ist. Sinn der Bewerbung ist, das Programm oder das Projekt oder die Initiative so vorzustellen, wie sie sind und dann durch ihre tatsächliche Relevanz zu überzeugen, nicht durch eine hervorgeredete. Und eine andere Sache, die man unbedingt vermeiden sollte, ist zu lügen. Es scheint jetzt ein bisschen offensichtlich, ist es leider tatsächlich aber nicht. Die Expertinnen sind dazu angehalten, alles, was in der Werbung ist, erstmal so anzunehmen, erstmal so zu glauben. Das beinhaltet aber nicht dreiste Lügen. Als einfaches Beispiel aus selber von mir so erlebt. Da wurde mir versprochen, dass als Verbreitungsstrategie auf der EAEA-Webseite veröffentlicht wird. Bin ich selber bei EAEA und weiß, dass wir das nicht tun. Und deshalb sollte man auf keinen Fall lügen, weil es kommt auf jeden Fall raus. Und vielleicht noch als kleine Randnotiz, nicht unbedingt bezüglich der Relevanz, aber zur generellen Verständlichkeit des Antrages. Man sollte sich nicht auf Englisch bewerben, nur weil man es möchte. Es gibt keine Extrapunkte, wenn man sich auf Englisch bewirbt. Es sei denn, die Projektsprache ist Englisch oder die Application Regulations fragen danach. Wenn man sich zum Beispiel für ein Key Action 2-Projekt in Deutschland oder Österreich bewirbt, dann kann man das sehr gerne auf Deutsch tun. Im Gegenteil, manchmal wird durch eine schlechte Übersetzung ein Antrag unverständlich und dann können die Punkte darunter leiden. Das Wichtigste, was man, bevor man senden klickt, nochmal überprüfen sollte, ist, dass man auf jeden Fall alle Aspekte angesprochen hat, die in der Frage erfragt werden. Das bedeutet, man sollte auf jeden Fall alle möglichen Guides oder Leitfäden oder Tipps konsultieren, die von der EU oder von der Nationalagentur selber veröffentlicht werden und kann dann im Idealfall Tickbox für Tickbox abarbeiten und gucken, ob man auch wirklich alles drin hat. Zum Beispiel Auswirkungen der eigenen Initiative oder des Projektes auf andere Bereiche, auf andere Zielgruppen. Eventuell Komplementarität zu bereits ausgeführten Projekten. Bereits vorhandene Erfahrung in dem Bereich, vielleicht von der Organisation selbst, die sich bewirbt, oder von den Mitarbeiterinnen, die dann in diesem Projekt engagiert werden. Man muss auf jeden Fall eine angemessene Bedarfsanalyse in seinen Ausführungen zur Relevanz drin haben und im Idealfall auch innovative Aspekte verdeutlichen. Man sollte nicht die eigene Kreativität und Innovationskraft unterschätzen und vielleicht Dinge unter den Tisch fallen lassen, die man selber als nicht so große Sache oder so tolles Ziel erkennt. Das muss auf jeden Fall alles rein, weil der externe Experte, die Expertin das nicht wissen. Und deshalb sollte man alles reinpacken, alle Aspekte, die nochmal überprüfen und dann senden drücken.